Es ist Weltpremierenzeit bei The Car Crash Review. Ich habe heute für euch mit dabei den ersten voll elektrischen Fünfer und dann auch noch als Performance-Variante, also den BMW i5 M60. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über die verschiedenen Motorvarianten, wir werden über den Innenraum sprechen. Nur fahren darf ich heute leider noch nicht. Habt ihr Bock? Sehr gut, ich auch. Dann würde ich sagen, los geht's! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Historie des Fünfers und den gibt es seit 1972. Also über 50 Jahre, ist total beliebt das Modell und hier jetzt eben in 8er Generation, die kommt 2023 auf den Markt und 2024 wird auch noch eine Plug-in-Hybrid-Variante kommen und vor allem auch ein Touring, auf den ich mich sehr freue. Wir haben euch ja die letzte Generation hier bei uns auf dem Kanal schon des Öfteren vorgestellt, als Limousine, als Touring. Hier jetzt eben erstmal die voll elektrische Limousine. Und seid mir nicht böse, falls es jetzt im Hintergrund ein bisschen laut wird. Es dürfen sich schon ein paar ausgewählte Gäste bereits hier die Autos anschauen. Da drüben steht die elektrische Variante mit Heckantrieb. Der hier hat jetzt Allradantrieb. Über die Motoren werden wir aber gleich sprechen. Erstmal Wettbewerbsumfeld, da werde ich euch jetzt teilweise elektrische nennen, aber eben auch mit Verbrenner, weil dieses Auto gibt es als reinen Verbrenner, immer mit 48 Volt Bordnetz, aber eben auch als voll elektrische Variante und als Plug-in-Hybrid. Also, Mercedes E-Klasse gibt es jetzt gerade ganz neu, haben wir euch hier frisch auf dem Kanal vorgestellt. Oder eben auch die elektrische Variante, also der EQE. Ein Tesla Model S ist ebenfalls ein Wettbewerber, beziehungsweise ein NIO ET7. Könnte man vielleicht auch noch diskutieren, ob das ein Wettbewerber ist, obwohl der natürlich nicht so sehr Premium ist wie jetzt dieser BMW. Oder ein Audi A6. So, jetzt sprechen wir aber hier vorne über die Optik und erstmal gibt es 12 verschiedene Lackvarianten. Hier haben wir jetzt Fire Red drauf, finde ich ganz schick und wir haben, wie ihr schon richtig sehen könnt, die M60-Variante inklusive Shadowline und der Projektleiter hat mir gerade erklärt, sie haben versucht, dieses Auto so böse wie möglich zu machen. Wenn wir von vorne gucken, haben wir erstmal hier eine sehr schöne Einkerbung, in der dann das BMW-Logo eingelassen ist. Und man kann dieses Blau nicht abwählen, das kommt immer blau umrandet vorne am Logo, hinten am Logo und auch in den Felgen. Sonst gibt es keine weiteren blauen Optionen mehr bei BMW. Da haben sie darauf verzichtet, wahrscheinlich weil die Kunden das nicht so gut fanden und vor allem, weil die wollen, dass es eben nicht so sehr anders aussieht wie die normalen BMWs. Weil warum muss man eigentlich ein Elektroauto anders denken, verstehe ich auch nicht. Die sind doch auch so schön, die Autos. Was jetzt anders ist im Vergleich zu der heckangetriebenen Variante, ist jetzt, dass wir hier einen anders geformten Kühlergrill haben. Die vertikalen Streben, wie man es eben von M kennt und an der Seite dann auch noch das M-Logo integriert. Da vorne seht ihr es dann auch noch. Iconic Glow gibt es jetzt hier optional mit dazu. Das heißt eben hier nochmal die ganze Niere schön beleuchtet. Und in der Shadowline haben wir jetzt hier alles schwarz umrandet und die Leuchten auch nochmal so ein bisschen abgedunkelt. Serienmäßig gibt es Voll-LED-Leuchten, optional eben adaptive LEDs, also Matrix-LED-Licht. Und das erkennt man immer daran, dass es eben so kleine blaue Elemente da drin gibt, wie jetzt hier unten, diese zwei kleinen Hockeyschläger da unten. Sehr gutes Licht, kann Gegenverkehr abblenden, Schilder anblenden, ihr fahrt damit eben permanent mit Fernlicht. Und wenn wir uns den jetzt hier von unten noch anschauen, seht auch hier sehr ausgeprägt auch nochmal alles geformt. Wir haben teilweise hier unten Öffnungen, die für die Kühlung sorgen, hier an der Seite dann auch noch für die Aerodynamik. Und der normale i5 hat einen CW-Wert von 0,23, der hier von 0,25 ist ein bisschen schlechter. Liegt teilweise jetzt hier auch an dem Spoiler, den wir hinten drin haben und so weiter. Schauen wir uns dann auch noch mal genauer an. Jetzt zur Seite. Ausmaße. 5,6 Meter ist er lang. Und da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ist er jetzt mittlerweile schon Oberklasse, weil der so lang ist? Schreibt mir gerne die Kommentare, wie ihr das so seht. Breit ist er 1,90 Meter und 1,52 Meter hoch. Hat einen Radstand von 3 Metern. Also sehr viel Platz auf jeden Fall, auch auf der Rückbank. Und
Jetzt ist es spannend. Wenn wir über das Fahrwerk sprechen, sind alle elektrifizierten Varianten hinten mit einer Luftfederung ausgestattet. Serienmäßig ist ein Stahlfahrwerk, optional gibt es eine adaptive Federung, die ist jetzt bei dem M60 immer mit dabei und darauf aber optional, hier auch eben optional, die Wankstabilisierung, die könnte man dann noch dazu wählen. Integralaktivlenkung, also eine Hinterachslenkung, ist jetzt hier auch immer serienmäßig mit dabei. Hier jetzt mit einem Wendekreis von 11,90 Meter, der ist ein bisschen schlechter als der Wendekreis von der heckangetriebenen Variante, liegt aber in der Mischbereifung und ohne Integralaktivlenkung hat er einen Wendekreis von 12,30 Meter. 19, 20, 21 Zoll Felgen gibt es in der Option. Hier haben wir jetzt die größten Schlappen drauf und hier seht ihr es auch nochmal, blau umrandetes BMW-Logo. In der Felge passiert super viel, ich finde die schön, die sieht irgendwie auch ein bisschen technisch aus. Rote Bremssättel jetzt, die sich ein bisschen beißen mit der Fire Red Farbe. Und sonst haben wir jetzt hier an der Seite wieder das M-Logo integriert und natürlich die M-typischen Spiegelkappen, hier jetzt aber optional nochmal mit einem Carbon-Paket, also quasi das ganze Gehäuse nochmal in einem Carbon geformt. Jetzt sprechen wir über die Seite, alles hier schwarz umrandet. Optional gibt es ein festes Glasdach hinten, könnt ihr oben auch nochmal drauf gucken, das sieht jetzt so schwarz abgesetzt aus. Und wir haben integrierte Türöffner. Keine Zuziehfunktion, also man muss die Türen hier richtig zumachen. Ich persönlich bin kein großer Fan von diesen Türgriffen, einfach weil ich finde, wenn man längere Nägel hat als ja, Frau oder auch als Mann, ich meine, ihr dürft auch lange Nägel haben, dann kann man die nicht so einfach aufmachen. Ich bin Fan von klassischen Bügeltürgriffen. Hinten jetzt auch noch schön die 5 integriert am Hofmeisterknick. Hinten jetzt hier auch noch schön die 5 integriert am Hofmeisterknick. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, ist jetzt hier in der B-Säule ebenfalls nochmal hier so eine 5. Das macht BMW ganz schön, dass sie da eben auch nochmal ja, die Bezeichnung des Modells integrieren. Das hinten am Hofmeisterknick ist jetzt aber erstmalig eben bei den BMW-Modellen integriert. Und wenn wir uns jetzt das Heck anschauen, dann macht Jan vielleicht einfach mal den Schwenk rüber und wir sprechen jetzt gleich mal über die Akkugröße. Und zwar ist die 81,2 Kilowattstunden groß und damit kommt man jetzt bei dem M60 ungefähr 450 bis 520 Kilometer weit. Hier kann man den laden. Serienmäßig 11 kW braucht er ungefähr 8,5 Stunden. Ihr könnt ihn auch noch mit 22 kW optional ausstatten, dann braucht er eben 4,5 Stunden. Und DC-Laden kann man den bis 205 kW, dann ist der in einer halben Stunde von 10% auf 80% voll. Wir haben hier die Klar-Plattform, also die Plattform, die quasi alle drei Antriebsvarianten wirklich auch zulässt. Nachteil von der ist, dass sie halt eben nur eine 400-Volt-Technologie hat. Und wenn man beispielsweise mal rüberschaut zu Kia oder auch Hyundai, die haben ja eine 800-Volt-Technologie, ist das natürlich nicht das Beste. Aber wie gesagt, halbe Stunde, dann habt ihr eben den Akku auf 80% voll. Jetzt sprechen wir über die Rückleuchten. Auch hier seht ihr jetzt die Shadowline nochmal, weil dieses Element jetzt kein Silber ist, sondern eben sehr dunkel gehalten. M60 steht dann auch noch drüber. Und hier oben dann, wie gesagt, der kleine Carbon-Spoiler. Finde ich ganz nett, wie der dann nochmal aufgesetzt ist. Hinten dann auch nochmal alles blau umrandet. Und der Diffusor sieht jetzt auch in der M60-Variante ein bisschen sportlicher aus. Der hat jetzt hier nicht die seitlichen Einfassungen. Die seht ihr dann beim Jan in seinem Video vom normalen E5. Und ja, von hinten auf jeden Fall schön. Sieht aus wie ein Verbrenner, der aber eigentlich ein Elektroauto ist. Und das mag ich bei den BMW-Modellen wirklich sehr, sehr gerne. Kofferraum, 490 Liter Fassungsvermögen. Da könnt ihr mit mir gemeinsam mal reinschauen. Schön ist, dass man hier so eine Mulde hat, wo man dann eben auch noch mal ja, die ganzen Kabel und so weiter verstauen kann. Ich kriege das hier auch ganz einfach eben auf und zu. Und man kann auch die Rückbank umklappen. An dem und dem Haken. Und Jan hat sich da dann reingekrabbelt und hat das umgeklappt. Das schaffe ich leider nicht. Ich muss es hier an der Seite machen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Einmal hier und einmal hier. Und hier haben wir dann eben noch mal ein bisschen größeres Kofferraumvolumen. Finde ich praktisch. Ich weiß noch nicht, ob wirklich viele bei so einer Limousine dann eben die Rückbank umklappen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das überhaupt jedes Mal interessiert. Wir zeigen es euch immer ganz gerne. Verarbeitung ist jetzt hier gut. Wir haben so einen Filz, hier dann auch nochmal ja, Teile der Karosserie. Und jetzt machen wir hier mal zu. Sprechen noch über das Gewicht von dem Auto. 2300 Kilo. Das ist natürlich nicht super leicht. Der hat ja vorne einen Motor, hinten einen Motor und vor allem eben den Akku, der das ganze Thema dann auch nochmal ein bisschen schwerer macht und zieht insgesamt 2 Tonnen. Die heckangetriebene Variante zieht 1,5 Tonnen. Jetzt gehen wir aber gemeinsam auf die Rückbank. Ich klappe hier mal die Seite hoch
Und da sehen wir auch schon sehr viel M, denn besonders im Innenraum wurde super viel mit den M-Farben gespielt. Unter anderem eben bei den Anschnallern. Jetzt aber erstmal zum Radstand. Die Sitze sind wirklich so weit nach hinten gestellt, wie es geht. Also Jan und ich haben da vorne ausreichend Platz. Ich hier hinten aber weiterhin noch nach vorne hin 2 Fäuste. Nach oben hin auch nochmal 1,5 Fäuste. Wir haben hier auch so schöne Leuchten, die so kristallmäßig aussehen. Und ihr seht jetzt hier auch eben schon dieses Dach, welches man mit so einer Jalousie nach hinten zumachen kann. Aber es lässt sich nicht öffnen. Das ist leider ein Nachteil. Jan und ich lieben es ja, wenn man so ein halbes Cabrio-Gefühl hat. Das hier sind jetzt die veganen Sitze, wurde mir gesagt. Das fühlt sich tatsächlich gar nicht so vegan an, sondern eher wirklich wie Leder. Ich war total verblüfft. Hier haben wir dann auch nochmal die M-Farben im Anschnaller. Mittelkonsole mit 2 Cupholdern, sehr solide, sehr fest gepolstert. Und hier dieses Element kann man nicht aufmachen, um hier dann eben die Mittelkonsole zu öffnen, sondern wirklich nur hier oben. Damit haben wir dann auch nochmal eine Durchreiche. Wir haben hier ein Elektroauto mit Allrad. Heißt, wir können hier auf jeden Fall auch Skifahren gehen. Nachteil ist an dieser Klarplattform, dass wir jetzt hier einen sehr hoch aufbauenden Mitteltunnel haben. Wie gesagt, es gibt den ja auch als Verbrenner. Heißt, man braucht hier eben auch noch einen Kardantunnel in dem Fall, beziehungsweise eine Kardanwelle, die hier drunter Platz finden muss. 2x USB-C-Anschluss. Hier kann man sich auch noch die Richtung der Lüftung einstellen und hier dann auch noch die Sitzheizung und eben unten auch noch die Lüftung in so einem kleinen digitalen Bedienfeld. Unten auch noch ein bisschen Platz, um das zu verstauen. Hier kann man übrigens dann ein Tablet reinklicken, da dann laden und kann dann hinten auch noch ja, irgendwas gucken oder so. Jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir mal in die Tür. Bausen-Wilkins-Anlage, schöner Türöffner hier. Man kann auch dieses Element manuell hochmachen, also nichts hier elektrisch, finde ich aber gar nicht so schlimm. Unten auch noch mal ein bisschen Platz für Münzen oder so. Und hier ist sogar eine integrierte Ambientebeleuchtung drin. Ihr seht, hier leuchtet so leicht blau. Keine Einstiegsleistung. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir gemeinsam vor und sprechen über die Motoren bzw. um diesen Motor hauptsächlich. Jetzt wird es spannend. Also erstmal, es gibt den 520D, den 520i. Den 520D gibt es auch noch als X-Drive. Die haben ungefähr 200 PS. Die wird es zum Markt stark geben. Und die haben beide ein 48 Volt Bordnetz. Dann gibt es den i5 mit Heckantrieb, der hat dann 340 PS, Entschuldigung, und der hier, der hat eben 2 Motoren, also hinten 340 PS und vorne eben 261 PS. Zusammen hat er 601 PS und 820 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist in 3,8 Sekunden auf 100 und fährt 230 V Max. Reichweite habe ich euch ja schon erzählt, soll zwischen 450 und 520 Kilometer weit kommen. Wir dürfen ja heute leider nicht fahren, aber ich finde, die technischen Daten hören sich schon mal sehr gut an. Verbrauch liegt irgendwas zwischen 18 und 20 Kilowattstunden. Auch da kann ich jetzt erstmal nur dem Blatt vertrauen, was wir bekommen haben. Wir werden den hoffentlich auch bald Probe fahren. Was wir als nächstes machen, ist aber jetzt erstmal über den Innenraum sprechen, über die Sitze, über die Features, die es da drin gibt. Und am Schluss gibt es noch ein Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. So, jetzt sprechen wir, wie versprochen, über den Innenraum. Und zuallererst schauen wir uns mal etwas genauer dieses Dach an. Und ja, man kann natürlich meckern, dass man es nicht öffnen kann. Aber was sehr positiv ist, man kann das jetzt eben hier mit diesem Knopf schließen. Und zwar nach hinten. Also es geht von vorne nach hinten zu, nicht andersrum. Ist ein bisschen ungewohnt. Und das geht vor allem super schnell. Ich muss auch nur einmal drücken und dann fährt das automatisch zu. Und so könnt ihr euch eben ja vor der Sonne schützen. Oder falls dann die Sonne rauskommt, einmal kurz tack oben richtig klicken. Und dann geht es wieder auf. Und das Schöne ist, das ist wirklich ein richtiger haptischer Knopf, nicht so irgendein Touch-Zeug, sondern es funktioniert auf jeden Fall. Sonst ist hier aber sehr viel Touch, ihr werdet es gleich sehen. Wir machen jetzt hier aber erstmal noch den Schwenk hier übers Cockpit in die Tür. Die Sitze schauen wir gleich an, Jan. Und da seht ihr jetzt auch schon hier super viel schön verarbeitet. Wir haben hier diesen Kristall-Look, den wir auch schon vom 7er BMW kennen. Ändert sich farblich auch, das werden wir uns auch gemeinsam anschauen. Und wenn ihr jetzt mal in die Tür guckt, seht ihr M-Farben erstmal und vor allem passiert da sehr viel. Das ist eine sehr dynamisch geschwungene Tür. Wir haben ein bisschen Platz für Münzen oder ähnliches und vor allem sehr schön integrierter Türöffner, Bausen-Wilkins-Anlage. Und da seht ihr jetzt schon, öffnen und schließen ist so ein Touch-Knopf. Ne? Also das ist ganz interessant, genau. Nee, ich meine da drüber, siehst du das? Genau, das ist Touch. Beziehungsweise leicht, das gibt schon einen Druck nach, aber es ist auf jeden Fall kein normaler Knopf in dem Sinne. Und wenn wir jetzt gemeinsam die Sitze anschauen, haben wir erstmal eine Einstiegsleiste, Jan? Nee. Keine Einstiegsleiste, aber die Sitze sind dafür genial. Warum? Wir haben jetzt hier erstmal
unter dieser Perforierung die M-Farben. Ich versuche euch das hier mal mit so einem Licht zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da haben wir dann so leicht eben so ein Blau. Hier an der Seite haben wir dann auch leicht Blau. Dann kommt immer mal wieder Rot hervor. Das ist wirklich ganz nett gemacht. Also man hat sich auch versucht, da wirklich weiterzuentwickeln oder neue Designelemente eben reinzubringen. Sonst M-Farben hier an der Seite. Wir haben hier dieses Alcantara. Das hier ist jetzt dieses Veganza, also veganes Leder. Und unten haben wir dann auch nochmal eben die Möglichkeit, dieses Element nach vorne zu schieben. Und es ist vor allem auch super weich gepolstert. Und an der Seite habt ihr dann die elektrische Einstellung. Die Sitze sind schon echt super gut. Ich versuche sie jetzt nur wieder zurückzumachen, ich komme leider nicht richtig dran. Ja, und jetzt hast du halt ein bisschen Knieunterstützung. Schauen wir uns mal noch hier das Handschuhfach an. Kann ich einfach auf den Knopf hier drücken und guck mal, hier ist übrigens für euch die Ausstattungsliste. Alles, was jetzt hier mit dabei ist, inklusive eben der Farbe Fire Red Metallic. Und wenn ich es umdrehe, seht ihr auch schon, ja, es ist hier wirklich sehr, sehr viel drin. Falls ihr da kurz Pause machen wollt, könnt ihr da ja in Ruhe durchlesen. Carbon hier auch im Innenraum, sehr schön jetzt hier auch nochmal wirklich so ein offenporiges Carbon, wo man reinschauen kann. Dieses Element ist wie gesagt beleuchtet und wir haben jetzt hier überall, wo das Knie das Fahrzeug berührt, so eine leichte Polsterung, aber es ist tendenziell schon eher ein bisschen festgepolstert. Unten Plastik und da dann eben wieder Teppich. Induktive Ladefläche hier vorne, kann man das Handy auch schön ablegen, zwei Cupholder, dann hier integriert auch nochmal zweimal einen USB-C-Anschluss. Das finde ich nicht so geschickt, weil wenn ich hier laden möchte und noch Cups drin habe, dann fährt das so ein bisschen rum, vielleicht wäre es hier vorne ein bisschen cleverer gewesen. Hier sehr viel Kristalloptik, der Gangwallhebel, hier dann auch noch dieses Element, auf dem man dann schreiben kann, finde ich sehr schön, total edel, ebenfalls hier wie dieser Lautstärkeregler. Hier können wir das Auto hoch und runter fahren. Hier haben wir dann auch nochmal Rundrumsicht in der Kamera und hier haben wir quasi die wichtigsten Punkte direkt am Anfang. Ihr seht es jetzt schon, das ist jetzt so halb Touch, halb Knopf. Ne, ihr hört es jetzt auch, wir werden uns gleich aber das Infotainment in Ruhe anschauen. Jetzt hier zur Mittelkonsole, wenn ich hier aufmache, seht ihr, haben wir auch wieder sehr viel Platz. Da dann der Schlüssel mit M-Farben liegt sehr gut in der Hand und ist auch relativ schwer. Und hier könnt ihr dann eben auch aufschließen und den Kofferraum hinten aufmachen. Jetzt würde ich vorschlagen, Jan kommt rein und wir schauen uns gemeinsam das Lenkrad an. Und das kennen wir aus welchem Auto, Jan? Erkennst du es wieder? Ach, ich liebe ja SUVs, ey, zum Filmen muss ich mich immer so runterbeugen, ey. Boah. Sorry, ich krieg Rückenprobleme, ja. Ich verstehe schon, dass viele so SUVs wollen. Ich würde aber immer ein flaches Auto nehmen. Was war die Frage? Woher kennen wir das Lenkrad? IX, ne? BMW aus dem IX habe ich sofort erkannt. Ich bin doch Profi von BMW, der. Genau, von IX. Dieses Ding da vom BMW. Mein Lieblingsauto. Also hier unten sieht es ja dann so ein bisschen futuristisch aus. M steht da, unten abgeflacht. Aber was Neues, wir haben hier oben eben diese 12 Uhr Markierung in einem Rot. Also es ist schon ziemlich krass. Das ist jetzt auch ein Lederlenkrad. Das ist jetzt hier nicht vegan. Oder Veganza? Ja, das ist ein Lederlenkrad. Aber es gibt den Innenraum auch zum ersten Mal ganz vegan. Genau, bei der Variante jetzt hier das Lenkrad aber nicht. Und guck mal, hier kann man sehr entspannt einstellen. Elektrisch, M-Farben sind auch hier nochmal drin. Und auch da erkennen wir jetzt nochmal elektrisch, weil blaue Umrandung. Soll ich euch mal was sagen? Ich verrate jetzt das Geheimnis. Warum habe ich noch nie ein EX-Video gemacht? Oh. Nee, ich verrate es nicht. Nee, ich verrate es nicht. Es hat Gründe. So, was auch Gründe hat oder was ganz cool ist, wir können da vorne den Content einstellen. Hier kann man sich dann verschiedene Dinge reinmachen, zum Beispiel Assistenzsysteme, Augmented Reality finde ich ganz geil, weil dann ist nach vorne eben hier die Kamera drin. Schaut mal, die lasse ich vielleicht einfach drin. Finde ich ganz cool, wenn ich hier rüber swipe, können wir auch das Head-Up-Display einstellen. Vielleicht schaut ihr mal da vorne hin, da gibt es dann echt diverse Ansichten. Ich kann mir die Assistenzsysteme reinmachen, kann das aber auch ganz neutral machen. Das ist vor allem riesig im Sichtfeld. Genau, Boost-Knopf haben wir hier auch nochmal für die volle Leistung, wenn wir dann 3,8 Sekunden auf 100 beschleunigen wollen, hier einmal drücken und dann knallt's. Knallt. Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Ich konzentriere mich fürs Film. Konzentrierst dich. Schau mal, die Leiste hier unten ist jetzt auch ganz cool. Und jetzt machen wir eine Der Sache. Der Namen auch, gell? Die Leiste. Wie heißt die? Interaction Bar. Okay, aber guck mal, was hier interactionmäßig ist. Das ganze Auto blinkt halt hier, wenn wir jetzt beispielsweise den Warnblinker anhaben. Das ist schon echt cool, oder? Soll ich was sagen dazu? Ja, bitte. Das Auto kann irgendwie jetzt auch bis 130 km/h den Autobahnassistenten, das heißt die Spur halten, Abstand zum Vordermann, kann selbst überholen. Von alleine, das Einzige, was Jesse machen müsste, wäre mit einem Schulterblick bestätigen. Ja, jetzt geht halt der Warnblinker nicht mehr aus. Sorry. Machen wir das Auto an und aus?
Hallo Warnblinker. Perfekt. Wir versuchen es mal mit My Modes, vielleicht geht es da raus. Also, nee, ne? Ja. Oh, jetzt ist jetzt aber schwierig. Ja. Machen wir einfach weiter mit Warnblinker. Das ist ein realistischer YouTube-Kanal. Ihr müsst dann halt, das Schöne ist, wenn ihr euch einmal dazu entscheidet zu blinken als BMW-Fahrer, müsst ihr das für immer tun, euer Leben lang. Da könnt ihr nicht mehr ausstellen. Wirklich drin lassen? Ja, es ist halt so. Es ist hier ein Vorserien, so. Vorserienfahrzeug. Ja, ist es so. Okay, dann machen wir jetzt hier vorne im Infotainment-System weiter. Das hier ist jetzt hier eine sehr schöne Ansicht, weil wir haben hier die Karte, können ja auch sehr schnell eben wieder raus. Rauszoomen oder auch reinzoomen, haben hier dann auch eben nochmal so einen kleinen Splitscreen. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, haben wir da alle Apps. Und da kann man jetzt erstmal denken, oh Gott, ich bin komplett überfordert, was soll ich mit diesen ganzen Apps? Aber man kann die sich auch hier nochmal ja, segmentieren, einmal Infotainment und einmal in Fahrzeug-Apps, beziehungsweise in zuletzt verwendet. Wenn wir jetzt hier vorne hingehen, seht ihr, wir haben ganz neu Games mit dabei. Vielleicht klappen die jetzt, genau. Wir haben hier dann nämlich die Möglichkeit, uns mit so einem QR-Code einzuloggen, können dann mit unserem Handy mitspielen. Das ist eigentlich ja ganz cool. Ihr seht jetzt hier gerade schlechte Verbindung erkannt. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wahrscheinlich liegt es am Warnblinker. Wir haben neu mit dabei Bundesliga-Ergebnisse. Versuch's nochmal. Jawohl, es geht aus. Sehr gut. Ja, einmal geblinkt. Das sind magische Finger. Einmal geblinkt und dann bist du direkt fertig. Hier kann man dann hier Bundesliga starten, kann sich die Ergebnisse wahrscheinlich angucken und solche Sachen. YouTube könnt ihr gucken, vor allem während der Ladezeit ist das ganz praktisch. Das hängt jetzt hier teilweise noch, weil es halt eben die Vorserie ist, aber... Bei der Mercedes E-Klasse zum Beispiel habt ihr auch Zoom-Calls drin, ne, und auch das Games stimmt. Jetzt. Hier gibt es jetzt dann noch Spotify und wir haben hier noch einen Drive-Recorder, können dann von außen dann noch alles recorden und wir haben vor allem eine Kamera in den Innenraum, was ich ganz cool finde. Da kann man sich dann nämlich noch so Erinnerungsfotos hier so... Hat das geklappt? Ja, hier muss ich drauf nochmal. So, kann man sich hier Erinnerungsfotos aufnehmen. Schaut mal, wie happy wir sind. Hätte ich gerne als Bildschirmhintergrund. Geil, oder? Hat man hier auch noch Video, man kann Video aufnehmen. Video. Hallo. Also schon eine interessante Tendenz, so, dass man in den Business-Limos hier, das ist eigentlich süß, Jessie verwechselt immer, obere Mittelklasse, sie sagt manchmal dann mittlere Oberklasse, das ist süß, finde ich wirklich süß. Ja. Spotify auch drin, aber die Tendenz hier drin, dass man immer mehr Handy-Apps auch als in Infotainment-Apps macht. Mhm. Operating System 8.5 übrigens hier drin, gell? Und hier haben wir jetzt noch das Infotainment-System, da seht ihr teilweise auch eben Gebäude. Das Navi? Ja, genau, das Navi, Entschuldigung, da seht ihr teilweise auch eben noch Gebäude, was ganz schön ist, in 3D. Und jetzt navigieren wir mal nach Offenburg. Ich kann übrigens hier auch schreiben, ne? Guckt, da vorne seht ihr es. Kleiner. Löschen. Löschen. B. Da wäre doch schon Offenburg gewesen. Ah, okay. Mal löschen. Offenburg, genau. Dann navigieren wir mal dahin und schau mal, ob wir hier noch eine Ladeplanung dabei haben. Ne? Das ist vielleicht auch ganz Sprachsteuerung ginge auch, Gestensteuerung ginge auch. Das ist schon sehr gut. Bei verlassen, rechts abbiegen und sofort links abbiegen. Und da ist jetzt die Ladeplanung drin. Ihr könnt auch die Ladesäulen suchen. Mhm. Wo? Ja, gute Frage. Das ist doch dein Video. Ja, ich bin also ich hier nur das der, nicht gesagt. Ich bin nur der olle Kameramann. In meinem Video, schaut mal in mein Video rein, da habe ich nämlich gezeigt, wo man die suchen kann, weil, gut, ich sag mal so, ich bin halt einfach ein Stück weit auch professionell. Ja, genau, du bist einfach gut. Man hat hier noch eine Routenübersicht. Mach mal Zielführung beenden. Und dann hast du hier diese Knopf. Ah, okay. Ja, also ich würde einfach nur noch meine Videos schauen, weil... Das ist einfach halt besser. Krass professioneller. Einfach ja. Besser. Aber ich habe dich ja immer noch mit dabei, dass du hier mitquatschen kannst. Hier übrigens... Die Realität sieht leider anders aus. Einstellung der Lüftungsdüsen. Video schauen und nicht meine. Einstellung der Lüftungsdüsen ist ein bisschen fisselig. Guck mal, da komme ich ja fast schon mit meinen Fingerchen hier nicht dran. Das finde ich nicht so gut. Ja, da wäre übrigens jetzt die Ladestation suchen. Dann gehen wir jetzt laden und dann gibt es ein Fazit. Ins Fazit. Ja, Leute, hier bei der Villa d'Este, das ist schon richtig schick. Ich kann es mir auch total vorstellen. Ich hier in meinem eigenen Schloss und vor meiner Tür steht halt eben so ein neuer BMW 5er als Elektrovariante und vor allem eben als M60. Ich freue mich total, dieses Auto bald fahren zu dürfen. Jetzt sprechen wir aber erstmal vielleicht über die technischen Daten. Die haben mich natürlich überzeugt. 3,8 Sekunden auf 100, 230 km/h Max. Das klingt alles gar nicht so sehr nach Elektroauto und vor allem auch die Reichweite klingt nicht so sehr danach, dass man jetzt irgendwie Reichweitenangst haben muss, denn 540 bis 520 Kilometer,
sind wirklich völlig in Ordnung. Wie es dann natürlich in der Realität aussieht, müssen wir dann auch noch austesten. Wir werden auch gleich über den Preis sprechen, jetzt erstmal zum Innenraum, der ist BMW typisch. Wir kennen ja auch schon dieses Operating System, es ist einfach zu bedienen, man muss sich kurz reinfuchsen, aber dann funktioniert es. Zur Optik, der ist jetzt hier natürlich sehr böse gemacht. Ich finde es schön, dass BMW es so handhabt, dass sie eben die Elektroautos nicht super elektrisch und fancy aussehen lassen, sondern eben wie BMWs, weil warum muss man dieses schöne Design eben abändern? Jetzt kann man natürlich eine Sache diskutieren und auch kritisieren, und zwar haben wir jetzt hier nur eine 400-Volt-Technologie bei der Klar-Plattform, wohingegen Audi mit dem A6 wahrscheinlich eine 800-Volt-Technologie auf den Markt bringen wird. Das ist ein bisschen schade. Trotzdem versucht BMW natürlich aus der Plattform, die sie da haben, das Beste zu machen. Und jetzt sprechen wir über den Preis. Einstiegsmotor wird beginnen bei 57.000 Euro. Der kleinere elektrische wird bei 77.000 Euro liegen und der hier liegt bei 99.500 Euro im Einstieg. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das wert war, wie ihr ihn so findet, und abonniert hier auch gerne unseren Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Dann hoffe ich, dass wir uns bald zum Fahrbericht sehen und vor allem auch morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann, Freunde!